ist die Vorstufe gewesen. Das ist quasi, kann man hier live sehen, wie sich das mal, mit, wie das sich hier mit der Niederflur mal so entwickelt hat bei Setra. Weißt du, ich hab mal ganz gut gefragt. Ich hab ihn mal ganz gut gefragt. Na, hier nur einmal um Pudding fährt. Und ja. 10 Minuten, 20 Minuten. Komm mit rein. Ah, oh, der ist schön, ja. Zwei Leute. Guck dir das vor, die Leute. Wie geil ist das denn? Er hat doch noch keine Mille runter. Was ist das? Was? Er hat doch noch keine Mille runter. Oh, nicht mehr. Das ist ein Schaltwagen, Leute. Wird sicherlich Mercedes sein. Hey, wir haben MAN. Das wird sicherlich Mercedes sein. Was wir drin haben, ne? Die gab's als MAN nicht mehr. Hört man ja auch. Ja. Aufgepumpt ist er dann. Guck mal, wo der Fahrer sitzt. Du sitzt ja voll so im Keller drin, ey. Ja, Hundefall. Ja, Vorstufe davon quasi, ne? Hier sieht man auch so typisch 15 NF. Ja, und wie gesagt, wir haben ja den UL und das nochmal, ne, und hier oben, das ist schon fast so. Hier, halt! Oh. Das ist ja hier ein neuer Enfibus, streng genommen, ne? Streng genommen, ja. Ja, das war der erste. Das sind so diese Vorläufer davon, ja. Ey, er fährt im ersten an. Hör mal, ey, mit Zwischengas? Ja. Machen wir aber nicht. Ja, Chef. Das war nett, dass er da kurz. Das ist uns macht. Das ist netter. Ja. Danke, das war ein ganz netter. Ja. Dann müssen wir uns mal eine Runde drehen. Ganz dick. Was? Ah, doch, nein! Haben wir einen vergessen. Hör mal, die Tür. Hallo, Herr Fager. Noch einer. Ja, da sind ein paar Leute drin. Hör mal, jetzt habt ihr gemerkt. So, in unserem. In anderen Leute. Video muss. Hör mal, klingt komisch. Ja, weißt du wieso, Olli? Nein. Weil der Druckluftzylinder oben sitzt. Ach, ja, in dem Lüftungsschlitz. Ja, links für dich bitte. Und jetzt lauschen. Ja. Mercedes-Motor, halt mir sofort. Ja, der muss ja zwischen Gas. Schlecht kann die Kupplung mal nicht sein. Bitte? Gegenfilm mal. Der Berg ist so gut. Der ist doch versteckt. Ah, Deckenluke hat er auch gleich aufgemacht. Ab nur die. Reicht doch. Aber da oben ist kaputt. Was war das vierte? Da oben ist kaputt. Da wissen wir, warum nicht, weil wir unten kaputt ist. Ja, ja. Sag ich. Achso, den Notfall hat er da oben zwischen. Ja. Also, da ist das Kabel auch angeschossen. Ja, ja. Was ist das? Die Nivellierung. 92er. Mit Rampen und Niederflur. Ja, NR. Richtig. Niederflur. Ein echter. Ein echter Niederflur. Und lässt sich gut fahren, ne? Serie 66 bis 69. Und lässt sich gut fahren, ne? Ja. Und Olli, Standgas ist auch höher gestellt, siehst du? So wie bei unserem, ja. Haben wir auch erstmal gemacht. Weil bei unserem erstmal das Standgas. Der war so am Vibrieren. So wie der hier, so wie er. Die Unwucht ja. Einfach, ne? Richtig. Das ging nicht. Du musst einfach über 600 haben jetzt. Ja. Geht das nicht. Aber die Stufen haben sie mal nachgearbeitet. 60. Ja. Wieder im ersten. Meine Herren, fährt er mit dem ersten an? Kennen wir gar nicht. Hier nur so ein beschränkter Bahnbürger. Der fährt immer mit Zwischengas. Ich will doch nicht erklären, dass die Gänge so nicht reingehen. Ja, genau, da kann ein Haltegriff hier. Klingt immer fast genau wie unser. Hey, guck mal, Uraltbahnübergang hier. Ja, klingt aber genauso fast wie unser. Anders. Ein bisschen. Und das heißt ja immer, wenn man die Nivellierung macht. Das ist
Verpasster Pascal war es. Verpasster Pascal war es, ne? Das auch. Ja, der hat den 4-7 gefallen. Ach so. Ich bin mit, ne? Verpasster was. Ich hab ganz wenig gefahren. Ja, ist ja gut. Bei uns beim SEV haben manche von den Herrschaften. Jetzt fahren wir am 5. Der wird auch dann große kennengelernt. Ja, klar. So. Hat alle ab 90. Da musst du dann nicht mehr mit 5. Dass sowas nur als NR-Bus gekommen. Dass sowas auch als NR ist, wa? Das wusste ich ja. Ja? Aber nicht viel, das hört man. Ganz Deutschland. NR wurden allgemein nicht viele gebaut. Das hört man in ganz Deutschland nur 5 Stück. Hat die einzige Reihe gesagt. Gibt's noch? Gibt's noch? Gibt's noch? Schlimm genug? Gibt's noch? Nee, gibt's nur. Da gibt's nur. Ja, ja. Geil, geil. Kennst du bestimmt auch. Der Aachener Profi. Der möchte gerne. Ja. Ja. Jetzt. Du weißt, wen ich meine. Ja. RS? Nein. Ja. Der Büro hängt. War ja schon mal bei ihm. Danach habe ich die Facebook-Freundschaft Ja, das ist die, die man vom 315er kennt. Richtig. Hat der schon. Ja. Ja, wenn du überlegst, dann der 315er kam 5 Jahre später. Und wenn, dann haben die vielleicht nur ein, zwei Busse. Die sind schon quasi die neue Technik schon drin verbaut. Sieht man ja aus. Ja, vollständig. Da extra mit den Dinger. Der hat keine Rampen. Ja. Der hat, aber das, was wir auch drin haben. Den haben wir auch. Den gibt es hier auch. Ja. Noch einmal rundum. Habe ich schon mal jemand gedrückt? Nee, lieber nicht. Wir auf Hof fahren. Kurz mal kurz aufdrücken da. Ja, kurz aufdrücken. Können wir irgendwie, ob sie wieder irgendwas drauf? Nee. 100 Pro. Und was hatten die da dann schon nicht? 92er. Hier der erste. 5 Jahre 30. Mit elektrischer Dach-UG. Guck mal, Olli, ne? Da hängt die Abdeckung jetzt schon wieder von schräg, von schräg nach links. Ja, wir wohnen. Aber ich bin kleiner, ne? Siehst du, und der hat über den Spiegel nicht die Lampe, die wir dran haben. Ne? Das ist typisch UL halt. Ist auch kleiner, ne? Nee. Die sind alle Standard. Die gibt es nicht klein oder groß. Ah, deswegen, hast du gemerkt? Kupplung ist irgendwie ein bisschen, naja, abgefahren vielleicht. Genau die gleiche Übersetzung, Olli. Gleiche Getriebe drin. Ja, jetzt fahren wir mal links hier. Immer nur rechts kann ja jeder. Das ist ja nett, dass man mit uns mal eine Runde fährt. Ne? Dann gehst du wieder nach Sounden. Und bis zu 10 Minuten dauern. Für die Wurst, das reicht. Schöne Tour durch Mörs. Hochschalten. Jawohl. Ja. 5. Gang. Rocket Power im Arsch. Du merkst die Federung? Genau wie bei uns da. Was soll ich dir sagen? Genauso schön. Der ist genau auf dem Gute hier. Ja, alles das Gleiche. Okay. Ich dachte, wir gibt's hier mit dem S. Nee. Das ist das Gleiche. Ich hab nur, bei den RLs. Gesundheit.
Alex, wie war nochmal die Geschichte von dem hier? Also dritte Hand erst. Bei Wimmer ist der pink geworden, ja? Nee, hier ist der pink geworden. Davor war der grün. Ja, dann ist das der, der war bei uns vorher. Ja. Da war doch Punkt. Geil! Wer hat den gehabt? Der vorher damals. Ja. Ach, dann war das der Punktwagen. Ja, ja. Und der vorher in Neustadt mit jemandem zu testen. Da bin ich sogar mitgefahren. Und? Ach, das ist kurz wieder an die Sitzunterteile, ne? Ja, genau. Ah! Warum haben Sie den nicht genommen? Wegen den Stufen. Ich fand das auch scheiße mit den Stufen. Ach, wenn du das zwei Gelenkbusse. Ja, heutzutage ist LE wieder modern. Ja, heute, aber siehst du, heute ist wieder das heute. Heute ist er wieder modern, ist ja. Oh, jetzt schauen wir noch mal. Ja, jetzt ist es wieder modern, ja. Jetzt können wir noch ein bisschen ausfahren hier. Ja, das andere. Jetzt aber. Jetzt aber schön bis 80 hochziehen hier. Das ist ja weniger Sitzplätze, richtig. Den Motor nicht darauf packst. Ja. Ganz andere Achse mehr. Über der Achse, ne, oder was? Das hat Alexander Heine mit dir auch geplant, mit dem zu fahren. Okay. Ja. Jetzt mal sechster Gang. Ja. Also, gleich nochmal rein. Ja, der geht ein bisschen anders, oder? Hm? Ein bisschen anders. Sag ich ja. Zählst du sofort raus. Ja. So, alles klar, haben wir noch. Ja, ab nach Hause. Ja, die Nivellierung. Das können wir bei uns 315. Ja, die 315. Ja, wir machen das auch. Doch mal irgendwie gewesen. War er nur in Grün? Ja. Hat den Pussack von den Augen gehabt? Hat er den Pussack von den Augen gehabt? Pussack? Ja. Ist mir nicht bewusst. Aber Dings, ich sag mal, Schniering hat er bei ihm gehabt, ne? Ja, der hat mir gerade geschrieben, er hat den letzten diese Woche abgemeldet. Hat mir oh, schade. Weil ich ihm das Flugzeug von ihm geschickt habe, sagt er, ich habe den letzten gerade abgemeldet. Hast du noch gerade geschrieben, dass er gerade mit seinem Ja, ja, ich hab ihm das Foto geschickt. Ah, okay. Jetzt schick ihm das Video. Ah, okay. Weil er hat ja immer so viele davon. Ja, ich weiß, das wusste ich. Schade. Warum? Ist doch der gleiche wie der. Den der Schnierer ist doch der gleiche wie der. Schniering hat auch den Ernst, ja. Warum hat er den abgegeben? Das ist ein Niederflur. Ja, wegen Baujahr. Alter. Ja, auch davor gaben bei den Ausschreibungen. Ach so, zu alt. Ja. Wie alt ist der? Warum älter ist der? Das ist ein 92er. Kann ich dir nicht sagen, was der hat aus dem Kopf. Ich habe diese Daten eigentlich im Kopf. Aber das ist ein 92er. Ich hab gefragt, das ist ein 92er. Er ist nicht Tommy. Nee, ich weiß. Er hat die Daten direkt abgegeben. Schade, hat er wieder rausgemustert, siehst du? Tja. Donnerstag, aber Donnerstag von der letzten NR abgemeldet. Ah, Donnerstag. Also diese Woche. Ja. Ah, schade. Er hat einen ganzen Schwung 315 NF wieder gekauft. Oh! Vier von der RVO und die anderen zwei weiß nicht, wo die herkommen. Wow! Ich hoffe nicht von uns. Die sind zu teuer bei der Regelbussache. Das glaube ich ihm, ungesehen. Aber sie sind auch gut gepflegt, das darf man nie vergessen. Ne? Nee. Kiste hat wirklich gutes Material. Er investiert lieber selber was. Oder er lässt vielleicht mal arbeitet lieber selber auf, weil er eigene Werkstatt hat. Ne? Ja, stimmt. Ja, da lohnt es sich dann lieber etwas. Oder für keine so eine große eigene Werkstatt haben, für die ist das besser, wenn sie eine Pflichten kaufen. Mhm, nee, das stimmt. Dann kann man dann auch selber dementsprechend. Er flügt ja, hat ja die NRs alle komplett, teilweise nur eine Blech komplett, bis aufs Grabe runter. Uns auch. Ja, uns auch, ne? Unser ist auch unser 215, der hat ja auch seine Mücken neu bekommen. Unser? Ja. Ist neu bekommen. Alles. Nix. Ach so, okay. Alles original. Ja. Unser ist auch
original. Alles ist unser Teil. Auch die Sitze. Wie gesagt, 12 Stück sind leider. Nur die Technik hat er halt regelmäßig. Ja, das bleibt nie aus. Ja, aber müssen wir mal sehen, wo wir die herkriegen. Polster? Ja, nur wenn wir Polster haben. Ne? Ja, so wie einfach. Ja, weil Sitze hat ja langweiliger Gruppe, aber mit anderen Polstern. Ja, die Polster. Ja. Wir wollen ja unser Bier mit den gleichen Sitzen verzählen und die Farbe soll ja werden. Die blauen oder die grauen Sitze? Diese blauen gepunkte sind. Wir haben die blauen. Ja, richtig, genau. Wir haben noch blau-grau. Die letzten zwei hinter sind schon diese mit diesen Punkten drin. Komische Blau. Richtig, ja, genau. Zwei Stück. Was danach kam. Nächste. Ja, das machen die alles. Macht die unsere auch. Machen die alle. Ja, okay. Das machen sie alle. Oh, da auch immer N, oder? Ich kann auch überzeugen. Es liegt allerdings. Schreibt. Weißt du schön? Rückwärts sind wir von Einreise, ne? Wo wir rückwärts haben? Guck, drück mal. Jetzt und nicht nach Nee, gut nicht. Abgestellt. Schade, gut nicht. Das ist eine schöne Nivellierung gemacht. Und nicht ins Tor fahren. Das gibt Dellen. Das ist ja nett, dass er mit uns ohne gefahren ist. Ne? Ich muss aber hinten auch mal das Lett. Achso, es kann sein, dass er hinten verriegelt hat.